So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Ryzen. Und zwar stehen wir genau hier, wo die letzte Folge natürlich aufgehört hat, vor der magischen Halle, der heiligen Halle, keine Ahnung. Und diesmal schicken die mich auch nicht zurück und wir sind jetzt hier bei der Aufnahme. Da steht der Inquisitor und wir lesen jetzt erstmal den Buchständer. Hier steht etwas über Magie. Wir sind überhaupt gar nicht aufgeregt, lesen erstmal chillig, eignen uns noch ein klein wenig Weisheit an. Und, oh, F8, jetzt geht's los. Die Beschützer der Flamme sind versammelt, damit du den Schwur des Bundes ablegen kannst. Wurdest du geprüft? Ja. Bist du bereit, den Schwur zu leisten? Ja, ich bin bereit. Dann lasst uns beginnen. Wirst du die heilige Flamme, den Bund und seine Gesetze ehren? Das werde ich. Die Ehre des Bundes muss verteidigt werden. Ah, jetzt wähle ich aus, wenn ich diese Antwort nehme, dann steigt mein Mana. Und wenn ich diese Antwort nehme, dann steigt meine Stärke. Hohe Stärke ermöglicht es dir, bessere Waffen zu benutzen. Außerdem verursachst du im Nahkampf Schaden. Mehr Schaden. Ich werde gegen die Feinde kämpfen. Wir kämpfen für die Menschen. Sie sind den Mächten der Finsternis ausgesetzt. Sie vertrauen auf unsere Stärke. Und ich werde die Dunkelheit vertreiben. Schwörst du, den Bund und die Menschen mit deinem Leben zu schützen? Ich schwöre es. Schwörst du, dass du uns treu folgen wirst, bis dein Leben ein Ende findet? Ja, ich schwöre es. Dann ist es besiegelt. Durch den Schwur bist du dem Bund verpflichtet. Von nun an ist dein Weg mit dem Bund der heiligen Flamme verknüpft. Treue und Ehre werden meine Gefährten sein. Das Wort, das du in unserem Namen verkündest, wird wahr. Dein Urteil wird gerecht sein. Wer von dir Gnade erfährt, dem ist sie gewährt. Und wer von dir gerichtet wird, der ist gerichtet. Als Ordenskrieger wirst du mit Stab und Feuer für uns kämpfen. Kriegerrüstung erhalten. Trage diese Rüstung als Zeichen deines Schwurs. Du hast es in sehr kurzer Zeit sehr weit gebracht. Tja, ich bin halt gut. Deshalb wirst du ab sofort für mich arbeiten. Du unterstehst alleine meinem direkten Befehl. Und ich werde dich ins Vertrauen ziehen. Was willst du mir anvertrauen? Damit du verstehst, warum ich hier bin, wofür wir kämpfen, musst du einiges erfahren. Worum geht's? Die Götter haben uns verlassen. Und die dunkle Welle brachte Zerstörung über die Welt. Aber sie sind nicht ohne Geschenk von uns gegangen. In dieser Halle hier erschien die heilige Flamme als Zeichen, dass wir nicht vergessen sind. Ein letztes Versprechen der Götter, dass uns Menschen die Welt gehört. Warum haben die Götter die Welt verlassen? Das ist eine andere Geschichte, die für uns nicht länger von Bedeutung ist. Es ist passiert und alles, was jetzt zählt, ist unser Überleben. Und wir werden überleben, indem wir unsere Feinde besiegen. Wer ist der Feind? Die dunkle Welle hat Mächte längst vergangener Tage freigesetzt. Die Zeit der Titanen sollte vorbei sein. Und doch sind sie hier, überall da draußen. Sie ziehen über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, unsere letzten Enklaven zu vernichten. Was sind die Titanen? Folge mir. Dann wirst du es erfahren. Was ist die Macht der Flamme? Die Flamme ist die Quelle der Magie. Das ist ihre Macht. Durch ihre Magie wird die Insel beschützt. Beschützt? Und was ist mit den Ruinen und den Monstern? Der Schutz wird schwächer, unsere Feinde stärker. Die Zerstörung hat bereits begonnen. Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir, ich werde es dir zeigen. Dann zeig es mir, ich will alles erfahren.
Gehen wir. Aha. Die Riesen sind also unsere Feinde und das ist die magische Miesmuschel. Darf ich da runterspringen? Eigene Dummheit! Jetzt guck doch nicht so dämlich. Ich hab mich auch erschreckt. Eigene Dummheit. Jetzt guck doch nicht so dämlich. Ich hab mich auch erschreckt, Alter. GG, ey. Die Sprüche, Alter. Voll geil. Eigene Dummheit! Guck doch nicht so dumm. Ich hab mich auch erschreckt. So, erwartest du? Einst herrschten die Titanen über die Welt. Doch die Götter konnten sie vertreiben. Jetzt, da die Götter weg sind, fallen sie erneut über unsere Welt her. Doch in dieser Zeit ist kein Platz für Menschen und Titanen. Einer wird weichen müssen, und das werden nicht wir sein. Folge mir. Ich will auch deine Waffe haben. Guck mal, meine und seine. Ah, und seine Rüstung und meine Rüstung. Allein schon seine Rüstung. Ich habe die Titanen bekämpft. Auf Land und auf See. Und ich habe viele Waffen gegen sie eingesetzt. Wir werden den Kampf gewinnen, wenn wir wissen, wie wir die Flamme nutzen. Doch dazu müssen wir ihr Geheimnis ergründen. Weiter. Deine Rüstung will ich haben. Auf in den Kampf! Kommandant. Oh. Hier würde ich gerne mal runterspringen. Ich kann sehen, was keiner sieht. Mein Auge zeigt mir die magischen Strömungen der Welt. Die Flamme, die in der heiligen Halle zu sehen ist, hat ihren Ursprung im Feuer des Vulkans. Weiter jetzt! Du bleibst doch immer stehen und laberst. Weiter jetzt. Übelst zickig, der Typ, ey. Oh, das ist schon eine sehr geile Rüstung. Hier ist es. Dieses Tor wird uns hinabführen. Zum Ursprung der heiligen Flamme. Du willst wissen, was für eine Waffe die Flamme ist? Ich sage dir, die einzige, die uns noch helfen kann. Steig mit mir hinab in die Finsternis und erkunde mit mir das Geheimnis der Flamme. Wir holen uns ihre Macht und dann werden wir über die Titanen siegen. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Hier. Nimm diesen Teleportstein. Er ist eines der wertvolleren Artefakte, die wir in den Tempeln gefunden haben. Ich selbst habe ihn schon benutzt. Er wird dich auf direktem Wege wieder zu mir zurückbringen. Wie kriegen wir das verdammte Ding auf? Kein Zauber, den wir wirken können, und auch nicht die Kraft aller Männer, kann dieses Tor öffnen. Allein die 5 Schlüssel werden es. 5 goldene Kristallscheiben setzen den Mechanismus in Gang. Und wo genau sind diese Scheiben? Eine von ihnen hielt ich bereits in meinen Händen. Doch leider war sie beschädigt. Die anderen 4 müssen sich auch irgendwo hier auf dieser Insel befinden. Du wirst sie mir bringen. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Jetzt weißt du, was ich von dir will. Nun ist es an dir. Ich werde die Kristallscheiben finden. Die Banditen plündern die Ruinen. Also müssten sie dir weiterhelfen können. Sieh dich bei ihnen um. Sprich mit ihrem Anführer und besorge dir die Scheiben, die du dort findest. Und wenn der Don Probleme macht? Esteban ist ein Mann der Geschäfte. Er wird mit dir verhandeln. Was soll ich ihm anbieten? Das, was er will. Gold. Sag ihm, er kann die Ruinen plündern. Mich interessieren nur die Scheiben. Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Sie war der dunklen Welle ausgesetzt und hat dabei leider gänzlich ihre Macht verloren. Ohne sie können wir das Portal nicht öffnen.
Und wo willst du so schnell Ersatz für sie finden? Das wird nicht möglich sein. In den alten Schriften ist die Rede von genau 5 goldenen Kristallscheiben. Nicht mehr, nicht weniger. Daher habe ich den Magier Cyrus geschickt, um die Scheibe zu reparieren. Wohin hast du Cyrus geschickt? Es gibt nur einen Mann, der uns helfen kann. Der Druide Eldrick. Länger als irgendein anderer lebt er schon auf dieser Insel. Er kennt die Geheimnisse der Natur und der Magie. Ich hoffe, dass seine Kraft ausreicht, um die Scheibe wiederherzustellen. Du weißt es nicht? Nein. Genauso wenig weiß ich, warum es so lange dauert. Cyrus hätte längst wieder hier sein sollen. Vielleicht ist ihm was zugestoßen. Wir müssen sicher gehen und nachsehen. Ich werde nach Cyrus suchen. Ja, das ist der Geist, den ich hier brauche. Sorge dafür, dass Eldrick die Scheibe repariert und dann bring sie mir. Aber beeile dich, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wo außer beim Don soll ich noch suchen? Ich hörte das Gerücht, dass unten in unserem Zwischenlager vor der Vulkanfestung kürzlich eine der Kristallscheiben aufgetaucht sein soll. Bisher ist sie allerdings noch nicht bis hierher geliefert worden. Also gehe ich davon aus, dass es sich tatsächlich nur um ein Gerücht handelt. Jedoch, wenn nicht, ich denke, du solltest dort besser mal nach dem Rechten sehen. Sprich mit Severin. Wenn, dann müsste er davon wissen. Kannst du mich ausbilden? Wenn du es wünschst, kann... Ich weiter's. So. Was ist ein... Droiden sind Einzelgänger, die sich den Gesetzen und Moral der Gemeinschaft nicht unterordnen wollen. Tiere und Wildnis stehen ihnen näher als Ordnung und Zivilisation. Aber sie haben Macht. Sie beziehen sie aus der rohen, ungebändigten Kraft der Natur. Vertraust du ihnen? Nein. Aber viele Druiden sind Hüter von sehr altem und mächtigem Wissen. Wissen, das wir jetzt brauchen. Wo finde ich den Druiden Eldrick? Der Einsiedler hat seine Hütte auf der Ostseite der Insel, am Fuße des Vulkans. Im Schatten einer Bergwand wirst du die finden. Was? Ach so. Ein von 14 Teleportsteinen habe ich jetzt. Okay. Wunderbar, Leute. Wir sind aufgenommen und haben die nächsten großen Quests, die uns jetzt durchs Tal führen, also durch die ganze Insel jetzt führen, haben wir jetzt dabei. Was natürlich auch noch interessant ist, ist... Was muss ich über die... Bevor du damit beginnst, die Kristallmagie zu erlernen... Ich habe den Kristall des Feuers gemeistert und kann die... Was ist mit den anderen? Wenn du den Kristall magisches Geschoss lernen willst und wenn du den Frostkristall lernen willst... Meister... Ja, es ist lange her, dass er einen Schüler unterrichtet hat, aber du... Also wie ist das jetzt? Ich jetzt speichere mal... Ich habe doch jetzt 2 Kristalle... Feuerkristall. Benötigtes Mana 8. Lass dir nicht einfallen, hier zu zaubern. Schon viel besser. Aha, also kann ich jetzt, wenn ich einen Feuerball machen will und einen Magiekristall... Lass dir nicht einfallen, hier zu zaubern. Schon viel besser. So. Gut. Dann kann ich jetzt auch zaubern. Jetzt habe ich auch einen Feuerball und einen Kristall geschossen und so anscheinend. Das gibt's nicht, dass du mich überholt hast. Wieso muss ich seinen Text... Verdammter Mist!
Ich muss seinen Text auswählen. Ach ja, ich habe ja noch einen Stabkampfring jetzt. Akrobatik. Naja, Akrobatik wird dann wohl sterben. Ah, hier gibt es sehr viel Stuff, Leute. Sehr viel Stuff. Hier geht's nicht weiter, oder was? Das war's? Das ist der ach so große Lagerraum für die ganzen Sachen, die immer hergeliefert werden? Speichern. Haben wir natürlich jetzt erstmal ausgeräumt. Und dann machen wir uns mal auf die Suche. Ich denke, ich werde jetzt mit Severin reden. Severin wird mir sagen, hey, da vorne in der Ruine. Und dann muss ich mich wieder mit diesem Krötenvieh da abschlagen. Beziehungsweise mit der Gottesanbeterin da. Werde ich mich dann prügeln müssen. Ich bin so verschleimt, ey. Ich habe übrigens die Folgen jetzt wieder alle an einem Stück. Ich müsste. Hör. Also. Was will. Ein Tag. Was? Zu. Dann brauche ich noch einen Sack. Tausend Gold? Ist es mir nicht wirklich wert. Muss ich sagen. Oh, wow. Kann es sein, dass es jetzt dadurch, dass ich jetzt halt weiter bin, einen Sprung gemacht habe ins nächste Kapitel, sind jetzt vielleicht wieder ein paar Monster da und so. Da, wo ich vorher alles geklärt habe, weil vorher ist hier kein schwarzer Wolf rumgelaufen. Mal gucken, ob ich da jetzt. Nee. Ja! Ja! Ich leg ihn zwar in einem Stück, aber ich kann seinen Angriff nicht blocken mit dem Stab. Das ist mega bescheiden. Monster. Und den Sprung von hier habe ich auch nur gerade so überlebt mit Akrobatik, ne? Na, da sollte ich lieber nicht runterspringen. Damit mache ich mich nur unglücklich. Wie ich nur kaputt, ey. Nur weil ich mich nicht gegen euch wehren kann. Das ist mega behindert, dass man mit dem Stock die Angriffe von Wölfen nicht blocken kann. Das ist mega crap. Ja, aber ich will die Wölfe hier loswerden. Wölfe sind beknackt. Keiner mag die. Wie ist die Lage? Katastrophal. Wir haben hier im Zwischenlager ständig mit Angriffen der Gnome zu kämpfen. Am Anfang war es ja noch ganz witzig, aber langsam werden sie zu einer echten Bedrohung. Diese kleinen Scheusale ziehen mittlerweile mordend und plündernd über die Insel. Da, sieh dir das an. Da sind sie schon wieder. Ja. 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 Oh. Oh. Ja.
Deine Gnome sind Geschichte. Ja, ich dachte schon, diesmal würde es mich erwischen. Danke für die Hilfe. Es ist zum Verrücktwerden. Wenn das so weitergeht, haben wir ihnen bald nichts mehr entgegenzusetzen. Es scheint fast so, als würden sie von irgendwem dazu getrieben. Du meinst, die Gnome haben einen Anführer? Kann sein. Naja, es wird ja so einiges geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählen soll. Was soll das? Wovon sprichst du? Es gibt da so eine Fabel, die sich Seefahrer am Lagerfeuer erzählen. Hüte dich vor dem Gürger und seinen Schergen. Wenn du Unrecht tust, kommen sie über dein Land, töten dich und stehlen dein Hab und Gut. Jetzt dreht er völlig durch. Mag sein. Aber irgendwie erinnert mich diese ganze Scheiße daran. Der Inquisitor schickt mich. Er wartet auf die Lieferung einer goldenen Kristallscheibe. Wie sieht's damit aus? Verdammt! Ich wusste, dass das eines Tages passieren würde. Diese verfluchten Gnome. Nee, jetzt sag bloß nicht, ihr habt sie euch von den Gnomen klauen lassen. Naja. Na toll, das habt ihr ja prima hingekriegt. Ja, ich weiß. Aber ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern. Und jetzt? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Hey, Mendoza, altes Haus, deinen großen Plan kannst du wohl vergessen. Der Gürger hat die Kristallscheibe geklaut. Beim Licht der heiligen Flamme, nein! Wir müssen die Scheibe irgendwie wiederholen. Vom Gürger? Nein, ach verdammt, ich weiß es doch auch nicht. Na gut, ich werde nach deiner Kristallscheibe suchen. Nein, das kann ich nicht von dir verlangen. Es ist an mir, diese Mission auf mich zu nehmen. Tatsächlich? Dann wärst du der Erste, dem ich begegne, der das so sieht. Wirklich? Ach, wenn das so ist? Ja, ja, komm, erzähl mir einfach, was du über die Gnome weißt. Tja, also, wenn sie uns angegriffen haben, kamen sie meistens aus dem Osten. Was gibt es denn im Osten? Ein großes Gebiet. Und ganz am Ende der Insel eine lange Hängebrücke, die zu einer großen Felshalbinsel führt. Doch ich kenne niemanden, der jemals dort gewesen ist. Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen. Na gut, ich hoffe, das reicht. Wir sehen uns. Ja, pass auf dich auf. Oh Mann. Das hört sich nicht gut an. Eine Riesenhorde Wildgewordener. Im Osten. Nie ohne Seife waschen. Im Osten. Und wo sieht's da nach einer Hängebrücke aus? Die da? Das? Oder das? Da? Die da? Oh mein Gott! Das ist ja voll weit weg. Oh Mann. Tja, dann machen wir uns mal auf den Weg, Leute. Machen wir uns mal auf den Weg. So, das wird gespeichert. Leute, wir begeben uns auf diesen Weg in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust drauf wie ich. Ich denke mal, wir müssen uns mit wilden Gnomen herumschlagen, wie verrückt. Das werden wir aber in der nächsten Folge tun. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mich darauf freuen. Haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge und haltet die Ohren steif.